Ich bin sicher, dass es demnächst Programme gibt, die uns die Arbeit abnehmen. Und ich glaube, die gibt es auch heute schon. Wir haben ganz konkret in meinem Unternehmen, im größten der drei Unternehmen, letztes Jahr tatsächlich zwei Stellen gestrichen, weil ein Programm die Arbeit abgenommen hat. Das ist dramatisch irgendwie für diese Stelle, die jemand gerne besetzt hat. Aber ich glaube, dass Maschinen eine Menge übernehmen können. Und das ist auch super so. Also ich glaube, man sollte seine Zeit dafür nutzen, nicht sinnvolle Dinge zu tun, die eben auch nur das menschliche Hirn beherrscht. Das, was Maschinen übernehmen können, sind ganz oft diese Routinetätigkeiten, Dinge, die immer wiederkehren oder die einer gewissen Logik folgen, die nun wirklich nicht der Mensch machen muss. Das betrifft unsere Branche sehr, sehr stark, weil das, was wir liefern, sind Ergebnisberichte und davon kann ich auch unheimlich viel automatisieren. Das war das, was wir dann letztes Jahr auch umgesetzt haben. Aber das sind ja auch keine schönen Aufgaben. Diese extremen Routinetätigkeiten, dafür würde ich zumindest sagen, ist in dem Bereich bei uns keiner angetreten, sondern die Mitarbeiter sollen sich darauf fokussieren, wirklich Sinnhaftes herauszuholen aus den Daten, zu interpretieren, die Geschichte daraus zu holen. Das kann nur das menschliche Hirn. Aber es wird immer mehr Aufgaben geben, die Maschinen übernehmen. Davon bin ich überzeugt. Das würde ich aber nicht als Bedrohung sehen, sondern man muss dem begegnen und überlegen, was denn der Mensch für einen Sinn stiften kann. Der kann nämlich, der wird immer Sinn stiften können, mehr als eine Maschine. Aber es ist natürlich erstmal menschlich dramatisch, wenn man sagen muss, pass mal auf, dein Job übernimmt ab morgen eine Maschine. Da muss man auch ganz sensibel mit umgehen. Uns ist das zum Glück gelungen, dass wir das gut vermitteln konnten. Also auch den Kollegen, für die ist das auch hart, wenn die sehen, wo, da saß doch gestern noch ein Mensch, heute macht das der Computer. Aber das kriegt man schon hin. Wenn man im Digitalgeschäft unterwegs ist, dann überrascht das vielleicht auch nicht so sehr. Aber den Dialog muss man schon führen. Also man muss den Menschen mitnehmen auf dieser Reise in die Zukunft.